Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Nun, wir haben sämtliche Challenges durch, also machen wir wieder normale Ones mit random Charakteren. Oh, wir haben Isaac bekommen, der Jackpot. Und ich werde wieder 25 Minuten Parts da draus schneiden, einfach damit ich da mehr Material habe. Ich habe einfach nicht so viel Zeit zum Aufnehmen und habe noch so viele Projekte, die ich machen muss oder machen möchte. Und ich habe so viel aufgehört, halt, habe keine Zeit gehabt, war krank geworden. Und das war einfach blöd. 10 Bomben nehme ich immer gerne mit. So, dass mir einfach die Parts so ein bisschen ausgegangen sind. Und eigentlich finde ich es auch ein bisschen angenehm, sich nur 25 Minuten Parts anzusehen, auch wenn sie nur einmal die Woche kommen. Ich bin sowieso jemand, der sich immer verschiedene Let's Plays an. Aber dann halt auch immer nur einen Part so einmal an der Woche, weil ich suche die mir alle aus. Dann kommen sie auch später ansehen. Wir haben schon mal Schaden genommen. Nicht gut. Ich suche sie mir aus, sie kommen auch später ansehen und dann werden sie nach und nach abgegangen. Da kann es gut passieren, dass ich von einem bestimmten Display nur ein paar die Woche sehe, aber das hält das Anschauen irgendwie auch frisch, wie ich finde. Ich habe einen Schlüssel hier. So, hier sind ganz normale Gabers. Es mag vielleicht den Eindruck erweckt haben, dass mir die Challenges nicht so großen Spaß gemacht haben. Und ja, das ist wahr. Ich finde die Challenges ziemlich langweilig, zumindest die, wo man keine Schatzräume hat. Denn die Hündel-Herzräume sind absolut wichtig in diesem Spiel, weil das macht dieses ganze Roguelike einfach, diesen Zufallselement. Und diesen Challenges hat man den Zufallselement kaum und das hasse ich. Das kann ich wirklich nicht wirklich ausstehen. Das war jetzt doppelte Verneinung. Das kann ich nicht wirklich ausstehen. Ah, wo könnte denn hier der blöde Secret-Room sein? Auch nicht, dann kann er eigentlich nur hier. Hier kann er nicht sein, da haben wir schon gesucht. Hier unten muss er dann sein, beim Shop. Kann ja eigentlich auch nicht sein, oder? Gut, schauen wir. Bingo. Jetzt könnten wir sogar in den Shop bomben. Aber ich will lieber ein paar Bomben aufheben. Und die Münzen auch. So, was wollte ich? Ja, diese Roguelike-Elemente hat man halt nicht bei den Challenges in der Regel. Und das finde ich halt nicht so interessant. Das nehme ich jetzt einfach mit. Deswegen machen wir die normalen Ones, wo man halt Items bekommen kann, viel, viel mehr Spaß. Ach ja, und auch, dass man sich keinen Charakter aussuchen kann. Und dann einfach immer sofort mit Isaac so feststeckt, das nervt auch ein bisschen. Es wird auch wieder Challenges in The Binding of Isaac Rebirth geben. Mal gucken, ob die mehr Spaß machen. Auf jeden Fall soll nur eine einzige übrig bleiben. Und ich habe das Gefühl, es ist die Dark Was a Night Challenge, die übrig bleibt. Allerdings habe ich schon gesehen von den geleakten Bildern, ja, geleakt sind die nicht, die sind gezeigt worden, dass es eine Pitch Black gibt. Und das war, glaube ich, die erste. Und deswegen glaube ich, dass das neue Dark of the Night sein könnte, was eigentlich so ziemlich genau dasselbe ist, nur halt mit dem neuen Curse of Darkness. Und ich bin mir schon ziemlich sicher, der neue Curse of Darkness wird nicht mehr die Karte dunkel machen. Vielleicht macht das auch weiterhin. Sondern er macht die Räume dunkel. Das ist mal cool, oder? Das habe ich jetzt die ganze Zeit gesagt und währenddessen kämpfen wir Monstro. Sollte ich vielleicht mal erwähnen. Na gut, den Deppen haben wir jetzt oft genug gesehen. Ziemlicher Standardboss. Gibt wahrscheinlich wieder AP ab dafür. Ne, ja, so bald. Ganz nett. Kein Bock auf den Super Secret Room, oder? Na gut, ich gucke an einem Ort nach. Wenn er dort nicht ist, gehen wir sofort weiter. Ach schön, jetzt sind wir richtig schnell. So schnell wie Eve am Anfang, glaube ich, ist man mit Sebald. Ich hatte letztens einen richtig guten Eve-Run gehabt, muss ich zugeben. Nö, ich gucke nicht weiter. Die 6 Bomben behalte ich. Ich hatte gleich Money vs. Power bekommen. Nicht Money vs. Power, Money ist gleich Power. Jetzt wird erstmal einen Schluck getrunken. Moment. Also als erstes Item hatte ich Money ist gleich Power bekommen. Und natürlich habe ich sämtliche Secret Rooms abgegrast. Aber in keinem einzigen war Geld. Zum Glück habe ich dann später Greed getroffen. Da habe ich jede Menge Geld gefunden und Eve ist wirklich stark geworden und ich habe sogar in den Sheol geschafft, aber da war dann leider Ende Gelände gewesen. Und der Viech habe ich lange nicht mehr gesehen, ich kann euch kaum gut mit euch umgehen, ja mit der Münze. Mal schauen, was ist im Schatzraum? Die 3-Dollar-Note, das macht noch mehr Random-Faktor. Ja, ich benutze den Dice wirklich nur bei Sachen, die ich überhaupt nicht ausstehen kann. Bei Sachen, die wohl ein zweischneidiges Schwert sein können, cool, sie in der Eige gekriegt für Super Wes. Da nehme ich sie einfach gerne. Hoppla. Verdammt. Ich tipp. Hätte der Bombe ausweichen müssen. Ach, das gibt's doch nicht. Der ist gerade echt fix mit seinen Bomben. Verdammter Super Wes. Haben wir schon 2 Herzen abgezogen bekommen. Da gibt's bestimmt nicht in der Bombe. Wieso geht die nicht auf uns zu? Das habe ich gerade nicht verstanden.
Hier ist der Innerei gerade nicht so praktisch. Hilfe, da kommt sie schon. Ja, der ist selber reingerannt. So, komm schon, ich will dich erledigen haben. Vielleicht kriegen wir ja Mr. Mega. Ach nein, ich dachte, ich kann sie zurückschießen. Oh, ich bin so ein Idiot. So weiter geht es, der war schneller erledigt, als wir gucken können. Gut, jetzt passen wir aber mal ein bisschen besser auf. Normale Tränen. Jetzt erst kümmern wir uns um die Horfs hier. Die stören. Den Gaper, da können wir erstmal stehen lassen. Die hießen ja Gaper, stimmt. Pacer sind die, nur die Körper. Das wird auf jeden Fall so ein Phoning. Und die, die die Augen zu haben, sind Phoning. Genau. Es wäre erstmal toll, wenn wir ein paar Herzen bekommen, weil ich bei Super West so versagt habe. Hilfe. Ganz vorsichtig. Ich habe es oft, dass ich in der zweiten Ebene fast sterbe und dann reiße ich es nochmal rum. Jo. Das habt ihr sicher auch schon oft genug gesehen. Ja, mit den Herzen. Jetzt brauche ich sie echt. Nö, ich bringe mich jetzt nicht selbst um. So schnell sollte man dann auch wieder nicht umgehen. Ausgerechnet. Die hier, die mich meistens treffen. So, wenigstens haben wir Homing-Tiers. Ach ja, Homing-Tiers werden sich in Weavers mit allem stecken. Ich kann sie kaum noch warten, bis dieses Spiel rauskommt. Gib mir endlich ein Release-Datum. Puh, das war jetzt aber knapp. Wo bleibt denn hier eigentlich der Boss? So, die... Oh nein, 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 nein. Puh. Nein, die fangen schon wieder an. Okay, wir haben sie ausgetrickst. Irgendwie. Ich könnte jetzt wirklich mal ein Herz gebrauchen. Suchen wir lieber mal den Secret Room. Vielleicht ist ja ein Dings drin. Spielautomat. Hier ist er nicht. Dann könnte er natürlich sein, hier unter dem Schatzraum. Top, gucken wir mal. Auch nicht. Dann betreten wir mal den Laden. Hier gibt es auf jeden Fall Seelenherzen, das kann ich kaufen. Dann wieder Sehnei. Und gucken. Ja. Ha, da ist er. Irgendwie sind die Sinkedooms diesmal auf dem im Laden. Oh, ich hätte auch vom Schatzraum aus gucken können, aber was soll's. Ich möchte jetzt nämlich eh das Seelenherz kaufen. Treasure Map gibt's auch. Aber der bin ich gerade nicht interessiert, sondern eher daran, meinen Dice zu benutzen, um eventuell das Item vom Boss zu rerollen. Okay, dann wollen wir mal. Lauf, Isaac, lauf. Ich habe mich heute mal auf einen anderen Stuhl gesetzt. Für die Aufnahmen und ich merke gerade, wie das in meinen Rücken geht, weil der mehr die Haltung korrigiert als mein üblicher Bürostuhl, in dem ich sitze. Aber der Bürostuhl ist so sperrig und ich brauche einfach mehr Arm- und Beinfreiheit hier. Das Aufnehmen, da tue ich auch nicht mehr die ganze Zeit an mein Mikro stoßen. Es sind die Larrys und das war gut, dass ich die 10 Hertz geholt habe, weil die sind ja so random. Hallo? Oh, ich hab Spektraltränen. Ach, deswegen gehen die gerade nicht kaputt. Dann kann ich es mir ja leicht machen. Einfach durch die Felsen. Macht ihr es kaputt, Larrys? Also man kriegt die ja trotzdem kaputt, die Häufchen. Es dauert halt nur länger. Ich mag Spektraltränen, ja. Aber das müsstet ihr auch wissen. Schließlich lasse ich es mir Wird of the Night niemals liegen. Sei denn, ich kann es mir echt leisten. Hoppla. Shit. Nein, das war jetzt aber scheiße. Wieso habt ihr hier über Läufchen hingesetzt? Das war jetzt echt fies. So, jetzt sind es noch... so haben wir so häuslich viel Schaden gemacht. Ist mir egal. Wir machen Levy kaputt. Okay, ich denke, Handtränen können bei Levy doch ein bisschen ein Ärgernis sein, weil man die Häufchen doch nicht so schnell kaputt bekommt. Da sind ja immer noch welche. Och Mann. Stem Cells. Gut, weiter geht's. Ob wir übrigens in die Kathedrale gehen oder zum Satan, das entscheide ich immer spontan nach dem, was wir so haben. Oh, schön. Survivors. Wir haben ganz normale Tränen, wie es scheint. Jetzt kann man auch den ganz normalen Schuss kriegen. Wenn man den Street Dollar ein bisschen hat. Leider schauen wir jetzt nicht mehr so lächelnd rein, wenn wir die üblich bei der Street Dollar Note, weil es jetzt von Survivors überschrieben worden ist. Aber ich mag Survivors, denn wenn man sich verletzt, dann kommt man gleich den Gegner vergiften. Und vergiften ist eine verdammt mächtige Waffe in diesem Spiel. Da kriegt man ja so Zeugs wie Knights in 0,nix down. Der hatte das mal so Common Cold, das ist ja Poison Tears, macht kaum sie. Die Trinket könnten wir auch gebrauchen, merke ich gerade. Und ich hätte eigentlich noch Super Siegen suchen können.
8 Bomben haben wir schließlich. Jetzt verschwindet endlich da aus der Ecke. Ich kann langsam mal ein Damage abgebrauchen und dein Tiers ab. Okay, sage ich in der dritten Ebene. Ich bin verwöhnt, oder was? So, einer ist tot, endlich. Blöder Fleißwarner, wenigstens sind wir nicht Eve. Jessica hat noch mehr Grundstärke als Eve. Wo weg mit all diesen Attack-Fleiß. Gott, lasse ich mich heute oft treffen. In letzter Zeit lasse ich mich echt oft treffen in dem Spiel. Moment, ich habe mich schon immer oft treffen lassen in dem Spiel. Ausweichen ist meine absolute Achillesferse. Gerade noch so. Verdammt. Wenn wir zusammen aufstehen, das ist immer übel. Hab dich. Mal sehen, was es für das Klären dieses Rooms gibt. Ich meine, es hatten ja schon ein schöner Survivors in der Box gehabt. Das ist ganz nett. Sogar sehr nett. Das verlorene halbe Herz. Gut, wir gehen jetzt erstmal nach rechts. Schnell. Na toll, jetzt habe ich sie in der... Glück gehabt. Wieso bluten die Dinger eigentlich? Mal gucken, ob das im Rebus geändert wird. Ach toll. Sowas hasse ich. So, erstmal musst du hier weg. Oh, ich habe den Two-Shot. Das ist Tough Love. Gut. Jetzt kommst du weg. Nein! Scheiß Viech. Okay, nächstes Häufchen kommt weg. Das ist dieses hier. Ganz vorsichtig. Ich weiß, wir machen hier keinen No-Damage-Run, aber trotzdem müssen wir hier vorsichtig sein. Zum Beispiel, weil du jetzt kommst. Ha, wir haben es geschafft. Hoppla, das wollte ich jetzt gar nicht. Uns blieb nichts anderes übrig. Sagen wir es mal so. Wäre toll, wenn der Arcade irgendwo spawnen würde, dass wir eine Chance auf eine Skatole hätten. Oder spricht mir das Ding Skatole aus? Ich spreche das immer Skatole aus, denn ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Homing Bombs waren das. Jetzt wäre Dr. Fetus toll. Ist aber auch ganz nett. Kann man meine Bomben als Waffe einsetzen. Und die setzen auch Bomben als Waffe ein. Kotzbomben. Ich hasse die Viecher. Die sind nämlich auch so. Ich hasse sie nicht. Danke für den Secret Room. Macht mir auch noch den Super Secret Room auf? Ja, der scheint nicht hier zu sein. Also irgendwie hat sich eben komisch angehört mit der Truhe. Oh, der ist hinten Raum. Aber ich gehe nicht von hier rein. Der findet sich nämlich ziemlich sicher hier unten. Bingo. Shit. Ich hasse das. Hilfe. Ist das mein Seelen jetzt schon wieder weg? Ich tue mir hier gerade viel zu schräg schießen. So. Dann haben die mich jetzt fertig gemacht. Ich gehe trotzdem hier rein. Guppy's Tail? Nee, ich will was anderes. Das Necromonicon? Aber damit hält ich doch lieber meinen Dice. Tja, mal hoffen wir, dass wir jetzt noch überleben. Ich hasse diese Viecher. Vor allem in solchen Räumen mit so vielen Löchern. Nein, wenn die doch nur einmal treffen, dann war es das schon wieder. Wieso sind die eben? Achso, die waren vergiftet. Habe ich hier nicht irgendwo Herzen? Ich glaube nicht. Echt, Mann, ich könnte Herzen gebrauchen. Ich sollte in den Laden gehen und dann ist es bestimmt Greed. Seht ihr, die droppen mir jetzt was. Gerade mit meiner Leistung mache ich keinen guten Run. Da muss ich nächste Woche wieder aufnehmen. Toll, da war ich ja jetzt nicht dran. Also hier oben war doch der Laden. Gerade am Anfang, oder? Ich komme hier jedenfalls zumindest bekannt vor, dass er hier ist. Ja, da ist er. Och, sehr gut, es gibt ein Seelenherz. Erhöht unsere Überlebenschance. Und es gibt eine Pille. Sehr gut, Balls of Steel. Gut, das heißt, wir können jetzt eine Weile noch überleben. Hoffen, dass wir noch ein paar rote Herzen finden, zum Beispiel hier drin. Oh nein, ich habe keine Schlüssel. Shit. Tja, da müssen wir wohl noch irgendwo einen Schlüssel auftreiben. Da war Laden. So. Mal schauen. Da war der Raum. Das heißt, wir können eigentlich nur noch da unten lang. Bingo. Da müsste eigentlich bald der Boss sein. Nein, wo ist ein Scheißraum? Hilfe, hier sind überall Spinnen. Die da oben hängt irgendwie fest. Weg hier. Das war irgendwie klar, dass mich eine von denen treffen wird. So. Kriegen wir auch klein.
Und dich da unten. Also gut jetzt, dass ich das Seelenherz geholt habe. Und die Balls of Steel's Pille, sonst wären wir schon wieder Ende Gelände gewesen. Oh, Larry Juniors großer Bruder. Keine Spektraltränen diesmal. Auch nö, Senai diesmal. Das ist für den Kampf jetzt aber ein bisschen blöd. Wirklich. Du musst mir ruhig was anderes geben können. Etwas aus einer hohen Tränenrate wie Number One oder sowas. Aber wenigstens war jetzt der Kopf vergiftet. Hey, wir haben Number One noch kein einziges Mal gehabt, seit wir die Street Dollar Bill haben. Das kriegst du uns alle drei Räume. Ja, ich bin gespannt auf all die neuen Visuals, wie man so schön sagt, in Weverse. Das heißt, wie das alles dann aussehen wird. Da bin ich wirklich verdammt gespannt drauf. Wir haben ja gesehen, dass ungefähr so GBA-Pixel-Look-Optik ist das. Aber es sieht fantastisch aus und ich sage ja auch immer, die heutigen Spiele sehen selbst in Retro-Optik cooler aus als damals. Shit. Cooler aus als damals, eben weil die Beleuchtung heute diesmal stimmt. Wenn man sich dieses Flash so ansieht, das hat zwar einen gewissen Charme, aber Grafik ist es nicht gerade der Oberbrüller. Gut, verwandeln wir uns. Mom's Heels. Okay, wir müssen jetzt weitergehen, denn wir haben keine Schlüssel bekommen und ich gehe nicht nochmal zurück für das Necromonicon. Wieder in den Katakomben, wenigstens diesmal ohne Curse of Darkness. Geld! Ich hol's mir. So, aber nur die beiden, die anderen beiden Münzen, die sind mir keine Bombe wert. Wer nennt noch mehr von euch? Diese verdammten Spinnchen. Hey, aber wir haben wenigstens Tough Love Schuss. Aber eigentlich müsste da oben dann noch der Zahn zu sehen sein. Das ist wohl auch ein Grafikfehler. Ach, all diese verdammten Fehler werden mit Videos der Vergangenheit angehören. Ja, ich sag's die ganze Zeit, aber ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel, auf dieses Remake. Das wird nämlich so klasse. Ich verfolge den Blog und ich verfolge die Homepage darüber und jeden Dienstag, also eigentlich Montag, aber es ist in den USA, also jeden Dienstag, kann man da ein Update sehen. Also geht da mal drauf, aber ihr müsst Englisch können. Das ist nämlich das, die Homepage vom Macher von Isaac selbst. Edmund McMillan heißt er. Und ich glaube, ich hatte die Geschichte schon mal erzählt. Bin mir gerade unsicher. Oh, jetzt haben wir Number One. Aber das war die Firma Nicholas, die zu dem gekommen ist, denn die hätte gerne einen Super Meat Boy Remake gemacht. Aber Edmund hat dann gesagt, dass er im Moment eigentlich mehr Interesse an ein Isaac Remake hätte, ob sie es machen würden. Und Tyrone, so heißt der Typ von Nicholas, hat dann sowas gemeint wie: Wir haben nach dem einfachen Spiel gefragt, aber nein, wir kriegen das Schwere. Aber sie machen einen super Job. Edmund selbst hat gesagt, dass einige Designs und Items und Monster gar nicht von ihm stammen, sondern von den Nicholas-Leuten. Das ist also diesmal ein Spiel, das von mehreren gemacht worden ist. Also da können wir sehr, sehr gespannt drauf sein. Und es wird auch schon gesagt, dass vielleicht irgendwann Community-Sachen eingebaut werden, dass die Fans Ideen und so geben dürfen. Aber das ist noch in der Zukunft. Jedenfalls sagt man dazu nur Stay tuned oder bleib dran. Ich weiß jetzt gar nicht, weswegen ich hier spiele. Will ich die Skatole? Wäre eigentlich schon ganz praktisch. Aber will ich hier so viel Zeit verschwenden? Mal gucken. Okay, das reicht mir jetzt erstmal. Ich schaue mir erstmal den Rest vom Dungeon an. Nee, nicht vom Dungeon, vom Labyrinth. Ich sag normalerweise Labyrinth und nicht Dungeon. Vor allem, ich habe irgendwie das Gefühl, wir sollten in den Laden gehen. Jetzt schon wieder hier, Gurgles. Ha, nein! Da habe ich versucht, euch anzulocken und dann tut ihr mir das an. Tut mir das nicht an. Vor allem, ja, eure verdammten Tugeln tun ihr immer gleich dein ganzes Herz abziehen. Und jetzt haben wir endlich mal wieder Energie. Wir sind wieder on track, wie man so schön sagt. Ich rede zu viel Englisch, stimmt's? Aber ich kann nichts dafür. Die haben einfach so viele coole Redewendungen. Ich mag euch wieder. Ihr habt mir wieder den Secret Room geöffnet und ich muss mich überhaupt nicht anstrengen. Ob das nur, weil ich lahm war. Sehen, was es gibt. Mehr Geld. Wunder, dass wir kein Problem mit Geld haben, wenn wir so viele Münzen im Secret Room bekommen. Das hätte ich mal bei Eves Money is gleich Power gebraucht. Ja, aber die Kathedrale war dann doch zu viel für meine Eve. Jetzt verlieren wir wieder unsere Münzen. Okay, aber im Gegensatz zu Greed. Oh. Im Gegensatz zu Greed kriegen wir hier alle Münzen wieder. Greed nimmt uns eine Münze für immer weg. So, jetzt kriegen wir dich aber.
Vielen Dank auch. Für nichts. Oh nein. Eigentlich muss ich sie erstmal dichter wegkriegen. Oh verdammt. Geht doch weiter, als ich dachte. Du, komm her. Gut, wie machen wir es jetzt? Beweg dich. Nächster. Jetzt müssen wir auf die andere Seite. So. Der wird jetzt nach oben schießen. Mit seinem Chopper. Nichts, ich dachte, der stirbt. Jetzt sind meine Energiereserven schon wieder fast aufgebraucht. Gut, diesmal habe ich Schlüssel. Du, komm, gelaufen. Komm, gelaufen. Ich leg eine Bombe. Scheiß Viech. Den Schlüssel haben wir auch gleich gekriegt. Och nö, eine Chocolate Milk. Hält mir das wie Dollar Bill. Kein Bock auf Hartschutz. Sich die ganze Zeit verändern. Jo. HP ab. Und wir sind sogar voll geheilt. Aber wenn das nichts ist. Hi, jetzt wäre ich fast über die Stacheln. Das war knapp. Oh, sieh mal an, die 25 Minuten sind ja gleich um. Ganz vergessen, wie fix das immer ging. Oh, diesmal bin ich langsamer. Okay, wir haben den Number One Shot. Also werden wir mal den Gegner hier damit besudeln. Ein Schlüsselchen, den hätte ich gern. Ja, das Herz, das klopft. Haben wir ein Curse of the Lost? Nee, oder? Das kommt mir so gerade so riesig vor. Du scheiß Viech, Mann! Genau den da mal rauf. Gut, jetzt haben wir endlich mal ein bisschen Platz. Und die Bibliothek. Da gehe ich auf jeden Fall rein, um die Bücher mit dem Dice zu verwandeln. Aber erst müssen wir ihn nochmal ganz aufladen. Ich habe wieder das Seelenherz eingesammelt. Muss jetzt mal daran denken, das jetzt die ganze Zeit zu machen. Blöder Körgel. Nein! Nein, das war dumm. Das war super dumm. So, letzter Raum. Sei bitte kein Raum, wo wir uns opfern können. Das ist auch nicht gerade toll. Toll. Nein, ich kann irgendwo ausweichen. Was soll ich hier tun? Ich sterbe ja noch. So, ich muss hier echt aufpassen, was die hier machen. Das war wieder knapp. Ha. So. Oh nein. Verdammt nochmal. Na okay. Das war jetzt irgendwie durchwachsen. Wir haben nicht mal die 25 Minuten voll gekriegt. Ja, immerhin wieder Material für eine Woche, sage ich mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wenn es euch gut gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, halt einen Daumen nach unten. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten One wieder. Tschüss und bis zum nächsten One.